Meine Lieben, heute geht es einmal um das Thema Trimmen. Heute möchte ich einmal den Snoopy trimmen, weil er wirklich wieder viel Fell bekommen hat und es ist wirklich sehr warm. Das heißt, ich möchte ihn so ein bisschen von seiner Wolle befreien. Das, was wir einmal mit dem Trimmmesser rausziehen, ist wirklich nur abgestorbenes Fell. Das wird dann einmal mit der Haarwurzel mit dem Trimmmesser rausgerupft. Hört sich brutaler an, als es ist. Der Hund hat wirklich keine Schmerzen. Es ist vielleicht ein kleines Zwicken, aber der Hund leidet nicht und hat wirklich keine Schmerzen. Der Snoopy hat natürlich jetzt nicht besonders viel Lust auf das Trimmmesser, aber er hat auch keine Angst und lässt es wirklich über sich ergehen. Ihr geht wirklich einfach mit dem Trimmmesser durch das Fell. Ohne wirklich stark auszufüllen, einfach ganz leicht rüber gehen. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr wirklich ganz viel totes Fell schon in eurem Trimmmesser habt. So, manchmal, um auch wirklich alles zu erwischen, nehme ich mir hier so einen kleinen Haarbüschel und gehe mit dem Trimmmesser einfach immer wieder über diesen Haarbüschel. Damit erwische ich wirklich auch das letzte tote Haar. Die Stelle, die Snoopy am wenigsten leiden kann, ist wirklich die hier unten am Hintern. Das ist auch jedes Mal so ein kleines Gewinnspiel, wie er es zulässt. Heute ist er mal so auf meinen Schoß gesprungen, wird aber auch immer wieder unruhig. Und möchte sich natürlich immer wieder umdrehen. Ich versuche wirklich nur das Nötigste da zu machen, um auch wirklich meinen Hund da jetzt nicht unnötig zu stressen. Aber wie ihr sehen könnt, ist hier wirklich auch ganz viel totes Fell, was halt auch wirklich einmal runter muss. Fein, Snoopy, fein. Das machst du ganz toll. Und natürlich haut er dann auch zwischenzeitlich immer wieder ab. So, an viele Stellen komme ich mit dem Trimmmesser natürlich nicht ran, weil das würde ihm auch sehr wehtun. Das heißt, ich gehe da einmal mit einer Schere ran. Das ist einmal hier unten. Das einmal alles wegschneiden, was zu lang geworden ist. Und natürlich immer schön aufpassen, dass der Hund nicht geschnitten wird. Aber das ist wirklich dann für die Pflege besser und auch hygienischer für den Hund, dass sich da auch wirklich keine Keime oder Dreck reinsetzen kann. Muss das leider auch hier unten am Hinis einmal weggeschnitten werden. Wie ihr sehen könnt, stört das mein Hund so überhaupt nicht. Der legt sich hier einfach total entspannt in meinen Schoß. Das heißt, ich habe hier wirklich Ruhe und kann wirklich ganz in Ruhe alles wegschneiden, was hier wegzuschneiden ist. So, wie ihr gesehen habt, hätte ich wahrscheinlich weiter noch bei Snoopy trimmen können und noch mehr totes Fell rausholen. Allerdings wurde er immer unruhiger und ich wollte ihn jetzt nicht unnötig quälen, damit ich mein gewünschtes Ergebnis bekomme. Ich werde in den nächsten Tagen einfach nochmal das Trimmmesser rausholen und ihm noch ein paar Haare entfernen. Ich finde, ich habe schon eine gute Ausbeute gemacht. Das reicht mir erstmal. Ich wollte euch einfach nur zeigen, dass das Trimmen eigentlich ganz einfach ist und die Verbindung zum Tier auch da nochmal gestärkt wird, weil
es dann doch was Unangenehmes vielleicht fürs Tier werden könnte. Und wenn das eine Fremde macht, könnte es sein, dass der Hund da vielleicht doch anders reagiert, als wenn das der Besitzer Herrchen oder Frauchen macht. Also kauft euch so ein Trimmmesser. Ihr könnt immer wieder ab und an einfach mal rüber und ein bisschen Fell rausholen. Ihr müsst nicht einmal im Monat das dann komplett durchziehen, sondern immer wieder einfach mal mit dem Trimmmesser rüber. Ihr holt da wirklich viel Fell raus und eure Hunde werden es euch danken. Gerade wenn so eine Hitze, wie wir diesen Sommer jetzt auch haben, ist es schon sinnig, ein paar Haare dort zu entfernen. Ich werde diese Haare jetzt auch nicht einfach wegschmeißen, sondern in den Garten schmeißen, denn viele Tiere, also die Vögel, die bauen durch diese Haare noch ein paar Nester. Und ich finde, dass Wiederverwertung von totem Fell von meinem Hund dann doch ganz schön ist, wenn vielleicht ein Vogel daraus noch ein Nest bauen könnte. Also werde ich das jetzt hier gleich in dem Garten verteilen. So, kommen wir jetzt auch zum Ende zum Video. Und zwar, wie ihr seht, ist Snoopy schon ganz unruhig. Ich werde ihn jetzt gleich ein bisschen mit dem Spielen belohnen, dass er so lieb war und so ruhig da gesessen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin!